Ach so, da ist doch schon Waffenlohn. Ist das wieder Ammunition? So, gut. Everything you need to get even. Und wir nehmen jetzt gerade das einfache Modell da. I didn't sell you this, right? Bisschen zweimal. The wars are coming, you hear? Gut, bewaffnet sind wir wieder. Das heißt, wir starten einen neuen Versuch, dass wir da ein Gebiet erobern können. Im Moment sind wir in unserem Gebiet. Aber es war doch vorher ziemlich unfair, oder? Die Latinos, die waren gleich Sixers. Jetzt, wo haben wir denn? Ach, wir müssen in die andere Richtung. Oder nach links. Wollen wir mal nach links? Okay, da haben wir Ballastgebiet. Und da werden wir uns jetzt ein paar Freunde suchen. Wenn gerade nicht unbedingt die Polizei dabei ist. Was jetzt allerdings der Fall ist. Ich glaube, dass das keine gute Idee ist, wenn wir es auf die ballern. Haben wir denn sonst keine? Da drum sind's. Ja, Bandenkrieg. Nicht? Normalerweise können wir den starten, indem wir ein paar von denen abknallen. Jetzt haben wir allerdings nur die Polizei wieder im Haus. Ich glaube, wir machen uns jetzt lieber aus dem Staub. Obwohl. Da hätten wir noch ein paar. Oh yeah, that's right. I'm just a moron. Allerdings auch die Polizei, das haben wir wirklich ab. Da hätten wir ein Fahndungslevel. Den könnten wir jetzt senken durch den Stern. Um Ohren. Oder wir warten da einen Moment. Dann kann man den Fahndungslevel verlieren. Gut, weg ist er. Das ist aber eine feine Polizei, oder? Das, an jedem Eck sind's.
Und wo sind jetzt die Ballas? Da drüben sind's. Ja, Krutze, fix sind schon wieder da. Jetzt haben wir schon wieder so was stehen. Jetzt reicht's. Jetzt müssen wir da was anderes machen. Mit dem Bandenkrieg wird jetzt kann man in Massen sind es da. Ja, haut's bloß ab. Also zweiter Fallungslevel ist schon kriminell, oder? Das, ich glaube, wie viel gibt es denn? 6? Ich glaube, so weit kommen wir gar nicht, weil wir davor schon ermordet und vierteilt werden. Okay, wir brauchen schleunigst auch das Auto. Haben wir denn irgendwas? Du wirst richtig muskulös. Wir brauchen mehr Ausdauer. Ach, da sind die nächsten. Habe ich schon erwähnt, dass die Polizei nervig ist? Tja, jetzt haben wir schon wieder tot. Ich glaube, das wird halt eine ziemlich düstere Aufnahme. Heute kommen wir nämlich gar nicht vorwärts. Jetzt haben wir nämlich schon wieder keine Waffen. Und Kohle kriegen wir auch keine. Tja. Eigentlich hätte ich schon richtig Bock, jetzt einen Cheat einzuhauen. Dann mal zumindest Geld kriegen. Der Schwierser. Dumbass Mort! Jetzt nogel dir den Antwend, wenn der. Gut, nogel den nicht Antwend. Ah, thanks! I really needed you to drive into me. Wir brauchen Waffen unbedingt, weil wir nichts haben und dann nichts leisten können. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen eine Mission, wir brauchen Geld. Es muss mal was vorwärts gehen. Aber was möchte denn der schon wieder? Ja, haben wir es jetzt? Gut. Ja, was möchte denn der? Und der Fahndungslevel haut der einmal ab. Jetzt haben wir nämlich den Bullen immer noch am Hals. Verschwindet jetzt endlich. So, jetzt zu dir, du. Gut, jetzt haben wir wieder zwei Erfahrungslevel. Jetzt haben wir die schon wieder alle am Hals.
day. Where are you off to? Shit. Where are you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure.